Mein ganzer Stolz, die Pferde. Oder eine nie vergessene Lektion. Erzählt von Wolfgang Heiner. Ich freue mich schon auf Onkel Hans. Christian konnte es nicht mehr erwarten, zu Onkel Hans zu kommen. Sein Klassenkamerad Harald war skeptisch. Was machen wir aber, wenn er nicht da ist? Wer weiß, ob er nicht wieder unterwegs ist? Christian ließ sich nicht beirren. Du meinst, dass er wieder einmal durch Abwesenheit glänzt? Sieh mal doch nicht gleich so schwarz, er hat doch morgens genug im Labor zu tun. Wollen wir erst einmal abwarten. Übrigens, was machen wir? Das Gespräch drehte sich bald wieder um die eben begonnenen Ferien. Am nächsten Tage befanden sich die beiden Jungen auf dem Weg zur Stadt. Sie fuhren auf dem Milchwagen. Sie waren so in ihre Unterhaltung vertieft, dass sie nicht einmal bemerkten, dass der Wagen bereits die Stadtgrenze erreicht hatte. Otto knallte mit der Peitsche, seine Pferde wechselten den Schritt und begannen leicht zu traben. Die beiden Jungen waren etwas müde geworden. Harald rieb sich die Augen, er riss den Mund auf beim Gähnen und meinte, »Ferien, das ist eine Pfundsache.« »Besonders, wenn wir mit Otto in die Molkerei fahren dürfen.« »Eigentlich müsste man sich auf diesem alten Karren ja schämen. Wer fährt denn heute noch mit Pferden?« Unser Dorf ist immer noch hinter dem Mond. Alle anderen befördern die Milch schon längst mit Traktoren zur Molkerei. Nur wir haben noch diese Hafermotoren. Harald hatte sich ordentlich in Hitze geredet. Vater liebt aber die Pferde, sagte Christian. Erst neulich hat er gesagt, dass er die Pferde nie hergeben werde. Das überlegt er sich auch noch. Harald gab nicht nach. Wenn Otto erst einmal weggeht, dann kann er sich nach einem Knecht umsehen, der mit Pferden arbeiten will. Glaubt nur nicht, dass er einen findet. Die meisten wollen doch nur auf einen Hof, der mit Traktoren bewirtschaftet wird. Ich würde es schließlich auch so machen. Pferde sind ja schön, aber sie machen auch viel Arbeit. Morgens füttern, abends füttern, tränken, misten, putzen. Nein, beim Traktor zieht man abends den Schlüssel raus, fertig. Morgens kurbelt man ihn wieder an und dann läuft er den ganzen Tag, wenn er genug Sprit hat. Und wenn er mal kaputt ist? Dann kann es sein, dass du doch noch deine Pferde aus dem Stall holst und sie anspannst, wenn du noch welche hast. »Hey Jungs«, rief Otto vom Kutscherbock, »dreht die Bremse fest, wir sind da!« Mit einem Satz springen die beiden Jungen vom Wagen, drehen die Bremse fest und trampeln ein wenig, dass ihre steifen Beine wieder beweglicher werden. »Mann, ich kann kaum noch stehen«, Harald stöhnte. »Schließlich bist du ja nicht in erster Klasse, sondern per Milchkannen-Express gereist«, stellte Christian fest. Mit einigen Schlägen klopfte er seine Hose sauber, rückte die Jacke zurecht und öffnete den unteren Knopf. »Onkel Otto, wie lange brauchst du heute?« »Mal sehen, ich schätze eine Stunde, muss heute noch an der Käserei vorbeifahren.« »Gut, wir gehen zu Onkel Hans.« Kurze Zeit darauf schlendern die beiden durch das Molkereigelände. Die Hände stecken in den Hosentaschen, mit den Zähnen bearbeiten sie ein Stück Kaugummi und man merkt es ihnen an, dass sie Ferien feiern. Der Milchhof war ihnen wohl bekannt. Schon öfter durften sie Christians Vater oder Otto hierhin begleiten. Die Käserei lassen sie rechts liegen, das Maschinenhaus, aus dem das gleichmäßige Brummen der Zentrifuge tönt, auch, und da sind sie schon am Kontrolleurstand. Plötzlich stößt Harald Christian an. »Du, dort hinten geht Onkel Hans.« »Ah, das nenne ich ja die richtige Nase. Ich habe es mir doch gleich gedacht, dass er heute Morgen hier arbeitet.« Die beiden drücken sich an Kannen vorbei, steigen über Rohre und Schläuche und stehen bald vor ihrem väterlichen Freund, dem Onkel Hans, dem Milchkontrolleur. Dieser empfängt sie freundlich. »Na Jungs, keine Schule heute?« »Nee, Onkel Hans, Ferien.« »Prima, das muss ja auch mal sein. Ihr könnt ja den Lehrer nicht immer belästigen,« schmunzelt Onkel Hans und boxt Christian in die Rippen. »Onkel Hans? Wann kommst du wieder zu uns nach Freiersen?« erkundigte sich Harald. »Eigentlich müsste ich heute rauf. Der Fitschensbauer hat Sorgen um seinen Braunen. Ich soll ihn mir mal ansehen.« »Verstehst du denn auch etwas von Pferden?« »Klar, Harald«, unterbrach ihn Christian. »Onkel Hans kann doch alles.« »Ach, alles ist ja wohl ein bisschen übertrieben.« Onkel Hans schöpfte aus einer Kanne ein wenig Milch und füllte ein kleines Röhrchen damit. »Aber von Pferden habe ich schon etwas Ahnung. Ich hatte früher ja selbst welche. Aber...« »Was? Was aber? Onkel Hans, erzähl's uns doch!« Christian wurde neugierig. »Ja, leider verlor ich sie durch einen Unfall.«
Christian zog den Kontrolleur am Ärmel und sagte, »Onkel Hans, das musst du uns erzählen.« Onkel Hans lachte. »Na, jetzt habt ihr mich mal wieder so weit, dass ich euch unterhalten soll. Na gut, wartet, bis ich diese Fuhre fertig habe, dann mache ich Frühstückspause.« Nach einigen Minuten gehen die drei in den Frühstücksraum hinunter. Onkel Hans hatte Milch für die beiden mitgenommen und jetzt sitzen sie ihm gegenüber und ziehen an ihren Strohhalmen. Onkel Hans schaut ihnen eine Weile zu, dann beginnt er zu erzählen. »Ihr wisst ja, dass ich in Ostpreußen zu Hause war. Mein Vater hatte einen Hof. Der Stolz eines echten Bauernsohnes ist es, recht bald die Pferde führen zu können. Ich liebte unsere Pferde, zwei prächtige Braune, die ein gutes Gespann abgaben. Sie hatten belgisches Kaltblut in den Adern. Wenn ich mit ihnen durchs Dorf fuhr, war ich immer sehr stolz. Als ich 18 Jahre alt war, ging ich in einen Jugendkreis, wo es mir immer besser gefiel, nicht nur weil wir viel spielten und andere Dinge trieben, sie sprachen dort von Jesus, und ich merkte bald, dass die Jungen ganz ehrlich versuchten, auch danach zu leben. Auch mir wurde bald bewusst, dass man mit Jesus keine halbe Sache machen kann. Ich entschied mich für den Herrn und wollte ganze Sache mit Jesus machen. Eines Tages sprachen wir in der Jugendstunde darüber, dass es nichts in unserem Leben geben soll, was uns lieber ist als Gott. Der Leiter meinte, wir sollten einmal darüber nachdenken, ob wir noch Dinge haben, an denen unser Herz hängt. Er sagte, dass das Götter wären und das erste Gebot verlangte, dass man Gott alleine liebt. Als ich abends in meinem Bett lag, überlegte ich mir, ob ich auch noch solche Götter hätte. Meine Briefmarkensammlung, die mich oft viel Zeit und Geld gekostet hatte, die hatte ich schon verschenkt. Ich wettete nicht mehr und ich spielte auch nicht mehr Karten. Da zeigte mir Gott im Traum doch etwas, was ich sehr, sehr liebte. Meine Pferde. Sie waren mein ganzer Stolz. Mein Vater hatte sie mir zum 18. Geburtstag geschenkt. Sollten sie meine Götzen sein? Meine rassigen Pferde? Lange überlegte ich. Ich stellte mir vor, ich würde vor die Entscheidung gestellt, sonntags mit den Pferden spazieren zu fahren oder zum Gottesdienst zu gehen und die Bibel zu studieren. Was war mir lieber? Ich fand keine Antwort. Aber ich wollte Gott doch ganz gehören. Und in dieser Nacht faltete ich die Hände und betete, »Vater im Himmel, wenn ich die Pferde lieber habe als dich, dann zeig es mir doch und befreie mich von diesem Götzen.« Ich wusste, dass Gott Gebete erhört, aber dass er so handelt, wie es dann kam, hätte ich nie gedacht. Aufmerksam hörten die beiden Jungen zu. Christian hatte beide Hände vergraben und Harald kaute an seinem Strohhalm. Christian unterbrach das Schweigen. »Wie hat Gott es denn getan? Hast du dann eine Stimme gehört, die dir sagte, was recht und nicht recht ist?« »Oh nein, schon am nächsten Tag bekam ich die Antwort. Mein Vater hatte die Holzfäller bestellt und sie schlugen in unserem Wald eine große Schneise. Ich sollte die gefällten Bäume mit Hilfe der Pferde auf den Wagen ziehen und nach Hause fahren. Es ist eine harte Arbeit, Langholz zu fahren. Die Braunen schwitzten, als sie die dicken Bäume aus dem Wald zogen. Ich hatte gerade die letzte Fuhre geladen und fuhr los. Mit zwei Holzfällern saß ich oben auf den Stämmen. Und da passierte es. Es war furchtbar. In der Nähe des Hudsonsees schoss ein Rudel Hirsche über die Fahrbahn und die sonst ruhigen Pferde wurden scheu und gingen vorne hoch, zogen mit einem so heftigen Ruck an, dass die beiden Holzfäller herunterfielen und auch ich wurde mitgerissen. Die Pferde schleiften mich noch ein Stückchen mit über die Straße, ich schrie, hielt die Leine fest, aber es half nichts. Vor Schmerzen ließ ich dann die Zügel los. Die wild gewordenen Pferde rannten wie toll mit dem Wagen den Hang hinunter. Sie versuchten zu stoppen, aber die Last des Wagens schob. Ich schrie wieder, die Holzfäller rannten ihnen nach, doch es war zu spät. Der Wagen mit beiden Pferden stürzte in den See. Das Holz schwamm wohl, aber die Tiere waren ja festgebunden und wurden so unter Wasser gedrückt, dass sie ertranken. Ich wollte in den See springen und sie befreien, doch die Holzfäller hielten mich zurück. »Bist du verrückt geworden, jetzt im Februar in den See zu springen? Du willst wohl auch noch draufgehen?«
Ich sah ein, dass es Unsinn war. Wir rannten zu einem in der Nähe angebundenen Boot, doch es war zu spät. Die Pferde steckten zu tief unter Wasser im Schlamm. Traurig kam ich zu Hause an. Mein Vater wollte mir Vorwürfe machen, aber die Holzfäller sagten, es habe keinen Zweck gehabt, ich sei nicht schuld. Doch was nützte mir das? Meine Braunen waren tot. An diesem Tag war ich restlos erledigt. Abends ging ich in meine Kammer und wollte mit Gott zanken. Warum hat er mir meine Pferde genommen? Sie waren doch das Liebste, was ich besaß. Ich verstand den Vater im Himmel nicht. Alles hätte ich gerne hergegeben dafür. Aber seht, Jungs, in diesem Moment fiel mir mein Gebet von gestern ein. Ich wurde still und kniete nieder und dankte Gott. Ja, ich dankte. Was ich damals im Gebet alles gestammelt habe, weiß ich nicht mehr. In jener Nacht habe ich mir noch lange darüber Gedanken gemacht, was die Bibel damit meint, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Er duldet nicht, dass wir etwas anderes mehr lieben als ihn selbst. Am nächsten Tag haben wir dann den Unglückswagen mit mehreren Gespannen aus dem See gezogen. Die Pferde waren tief im Morast versunken. Die Lektion, die ich in diesen Tagen gelernt habe, war eine sehr schmerzliche. Doch heute bin ich Gott dankbar dafür. Die beiden Schuljungen saßen da wie gebannt und wussten nicht, ob sie träumten oder wachten. Christian atmete tief auf. Die Geschichte werde ich in der nächsten Sonntagsschule erzählen. In der letzten Zeit nahmen wir die Gebote durch und nächstes Mal wollen wir sie dort nochmal wiederholen. Ja, Jungs, meinte der Milchkontrolleur, wie heißt es doch im ersten Gebot? Ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst nicht andere Götter haben neben mir, sagte Christian auf. Da trat Otto in den Frühstücksraum und rief, na, da seid ihr ja, ich suche euch schon. Wir sind fertig. Los auf, wir müssen fahren. Die Jungs konnten sich nur schwer von Onkel Hans trennen. Auf Wiedersehen, Onkel Hans. Kommst du nun zu uns heute Nachmittag zu Freiersen? Ich weiß es noch nicht. Mal sehen. Onkel Hans winkte den beiden noch freundlich zu. Bald danach rollte der Wagen zum Milchhof hinaus.